Guten Tag, heute werden wir mit dem Kapitel 8 beginnen. Das Thema heißt Das Macht der Geschichte. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Geschichte der deutschsprachigen Länder. Wie immer werden wir den Kapitel mit der Auftaktseite beginnen. Unsere Lernziele zu dieser Auftaktseite sind das Radio Future zum Thema Verstehen, Wörter zum Thema Wiederholen und Lernen. Also jetzt machen wir die Übung Nummer 1. Sehen Sie die Bilder an. Welche Themen aus der Geschichte werden angesprochen? Oder welche geschichtlichen Ereignisse erkennen Sie auf diesen Fotos? Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit für die Überlegung. Nach 2 Minuten Zeit müssen Sie Ihre Vermutungen äußern. Also zum Beispiel das Foto A. Das Thema ist hier Sport. Auf diesem Foto sehen wir die Szenen des Finals der Fußballweltmeisterschaft, wo die deutsche Nationalmannschaft Fußballweltmeister geworden ist. Das war im Jahr 2014 in Brasilien. So müssen Sie Ihre Vermutungen äußern. Jetzt kommen wir zur Übung Nummer 2. Hören Sie das Radio Future. Zu welchen Bildern passen diese Texte? Hörtext Nummer 1. Kapitel 8. Das macht der Geschichte. Auftakt. Aufgabe 2a. 1. An der Universität Würzburg erbrachte der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen am 8. November 1895 seine größte wissenschaftliche Leistung, die Entdeckung der X-Strahlen, die später nach ihm in Röntgenstrahlen umbenannt wurden. Röntgen erhielt im Jahr 1901 den ersten Nobelpreis für Physik. Also Hörtext Nummer 1 passt zum Bild B. Das Thema ist Medizin. Hier spricht man über die Entdeckung der Röntgenstrahlen. Hörtext Nummer 2. 2. Deutschland hat den vierten Stern. Am 13. Juli 2014 ist es endlich soweit. Deutschland steht gegen Argentinien in Rio de Janeiro im Finale. In einem dramatischen Spiel enden die ersten 90 Minuten 0:0. Alle hoffen auf die Verlängerung. Und endlich schießt Mario Götze in der 113. Minute das Siegestor. Ganz Deutschland freut sich über den vierten Weltmeistertitel. Schon 2006 galt bei der 18. Fußballweltmeisterschaft in Deutschland das Motto: Die Welt zu Gast bei Freunden. Also, Hörtext Nummer 2 passt zum Bild A. Das Thema ist Sport. Hier spricht man über den Gewinn der Fußballweltmeisterschaft durch die deutsche Fußballelf im Jahr 2014. Hörtext Nummer 3. Das August-Hochwasser der Elbe hinterließ 2002 eine Spur der Verwüstung. Nachdem es bereits tagelang geregnet hatte, fiel vom 11. bis 13. August an 3 Tagen so viel Regen wie sonst im gesamten Durchschnitt des Monats. Am schwersten betroffen waren Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Sachsen waren 21 Todesopfer zu beklagen. Es gab mehr als 100 Verletzte. Entlang der Elbe kam es zu 21 Deichbrüchen und Überschwemmungen auf einer Fläche von mehr als 300 Quadratkilometern. Hörtext Nummer 3 passt zum Bild F. Das Thema ist Naturkatastrophen. Hier spricht man über das Jahrhunderthochwasser der Elbe im Jahr 2002. Hier sehen wir die Stadt Dresden. Hörtext Nummer 4. 4. Nachdem sich Adolf Hitler, der jegliche Art der Kapitulation ablehnte, am 30. April 1945 das Leben genommen hatte, eroberte die Rote Armee Berlin. Deutschland hatte den Zweiten Weltkrieg verloren. Die alliierten Streitkräfte Großbritannien, Frankreich, die Sowjetunion und die USA drängten auf die bedingungslose Kapitulation, die am 7. Mai von Generaloberst Jodl und in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 von Generalfeldmarschall Keitel unterzeichnet wurde. Also Hörtext Nummer 4 passt zum Bild R. Das Thema ist Politik und Geschichte. Hier spricht man über Unterzeichnung der Urkunde
über die bedingungslose Kapitulation der Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Hörtext Nummer 5. 5. Die industrielle Revolution hatte auch in der Schweiz Landflucht, Verarmung und Wohnraumnot in den Städten zur Folge. Arbeiterinnen hatten kaum Zeit und Geld, um für ihre Familien zu kochen. Kalte Speisen oder Alkohol ersetzten oft warme Mahlzeiten. Fabrikkantinen verkauften zwar warme, aber wenig nahrhafte Mahlzeiten. Die Folgen? Weit verbreitete Unterernährung, Magenkrankheiten und hohe Kindersterblichkeit. Der Schweizer Julius Maggi entwickelte ein Verfahren, das die Produktion von schnell herzustellenden Gerichten, die billig und nahrhaft waren, erlaubte. Diesen ersten Produkten schlossen sich dann schon bald sowohl Suppen in Beuteln als auch eine Würzsoße an, die die Firma Maggi ab 1886 weltberühmt machen sollte. Also Hörtext Nummer 5 passt zum Bild Hasch. Das Thema ist Ernährungswesen, Lebensmittelkunde. Hier spricht man über die Erfindung der Maggi-Schnellgerichte. Hörtext Nummer 6. 6. Um das Jahr 1890 herum wurde der Begriff Psychoanalyse geboren. Der österreichische Neurologe Sigmund Freud begründete diese Theorie, mit der er auf drei Ebenen die Psyche des Menschen betrachtete. Zum einen als Modell, um die menschliche Seele zu beschreiben und zu erklären. Zum anderen als Therapie, um seelische Konflikte oder Konflikte zwischen Menschen zu lösen. Und zum dritten als Methode, die sich mit Phänomenen der Kultur beschäftigt. Also Hörtext Nummer 6 passt zum Bild C. Das Thema ist Wissenschaft. Hier spricht man über Sigmund Freud. Sigmund Freud begründete die Psychoanalyse. Hörtext Nummer 7. 7. Mit Stuttgart 21 ist ein großes Verkehrs- und Städtebauprojekt gemeint, das in der Stadt und im Raum Stuttgart den Eisenbahnverkehr neu regeln soll. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Die geschätzten Kosten stiegen von der Planung bis zum Jahr 2013 von 2,46 auf knapp 5,99 Milliarden Euro. Am 30. September 2010 demonstrierten erneut mehrere tausend Menschen gegen die Bauvorbereitungen im mittleren Schlossgarten, wo 25 Bäume gefällt werden sollten. Also Hörtext Nummer 7 passt zum Bild G. Das Thema ist Politik, Grundrechte oder Verkehrswesen. Hier spricht man über die Demonstration gegen den Neubau der Stuttgarter Hauptbahnhofs. Hörtext Nummer 8. 8. Als Ungarn am 11. September 1989 seine Grenze zu Österreich öffnete, flohen innerhalb von drei Tagen Tausende von Menschen aus der DDR über Ungarn in die BRD. Auch in den deutschen Botschaften in Warschau und Prag warteten im September zahlreiche DDR-Bürger auf ihre Ausreise in die Bundesrepublik. Allein in der Prager Botschaft waren es rund 3.500 Menschen. Nach Verhandlungen mit der UdSSR und der DDR verkündete der westdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher am 30. September in Prag die Ausreiseerlaubnis für die Massen von Flüchtlingen, die sich dort aufhielten. Die von der DDR. Also Hörtext Nummer 8, das Thema passt zum Bild der. Das Thema ist Politik, Geschichte. DDR-Bürger versuchen 1989 die Grenze zu überwinden. Jetzt kommen wir zu Ihren Hausaufgaben. Ihre Hausaufgabe ist Übung 2 Teil B. Sammeln Sie zum Thema eines Fotos Wörter und erstellen Sie einen Wörternetz. Die Themen sind Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Forschung, Natur und Umwelt. Zum Beispiel Foto B. Das Thema ist Erfindungen. Zum Beispiel haben wir so ein Wörternetz erstellt. Sie mussten auch zu Hause zu diesen Themen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Forschung, Natur und Umwelt ein Wörternetz erstellen. Das ist Ihre erste Aufgabe. Diese zweite Hausaufgabe ist, bereiten Sie einen kurzen Bericht über, von einem wichtigen Ereignis aus Ihrem Land oder aus der Weltgeschichte vor. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.